Hallo Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Ich habe hier ein bisschen noch was umgebaut. Das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar habe ich hier an diesen Modular Storage noch etwas angebaut. Und an diesen Crafted hier 3 auch. So, was genau zeige ich euch jetzt. Ich mache mal hier kurz noch ein paar Blöcke weg, dass wir das gut sehen können. Also, mal kurz den Krustier einsammeln. Hier unten ist ein Export-Import-Bus, ne, In-Out. Ich habe es irgendwie hingekriegt. Das erste Mal, dass ich sowas gebaut habe, jetzt habe ich mich natürlich verpeilt. Okay, Einstellung ist gleich geblieben. Hier wird rausgezogen Glas, Aluminium, ein Spiegel, Redstone und Holz. Das landet in diesem Crafter. Mach den auch mal weg. Das landet in diesem Crafter. Hier habe ich ein paar Felder vorreserviert mit hier Remember the Current Item. Ja, damit, sonst läuft ja zum Beispiel alles voll mit Holz oder so. Ist natürlich unpraktisch. Deshalb habe ich das mal alles reserviert und hier sind 4 Plätze, die sind einfach frei. Wie ihr schon seht, funktioniert ja einfach alles automatisch. Da kommt Zeug rein, kommt Zeug raus. Hier werden also die Spiegel produziert mit Aluminium und Glas. Glas, wisst ihr, haben wir letztes Mal umgebaut. Und dann werden hier noch die Solarpanel 1 produziert, deshalb Redstone und Holz. Und die Spiegel, wenn die fertig produziert sind, hier wandern die wieder rüber in den Modular Storage und kommen wieder zurück. Und dann sind die hier drin. So, soweit dazu. Ich produziere gerade noch ein paar. Warte mal, wo kommt denn der hier her? Hä? Kann der hier hin? Eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Von draußen vielleicht? Ah nein, von hier. Genau. Also, okay. Das war soweit. Und den Rest, den will ich jetzt mit euch bauen. Dazu brauchen wir wieder ein paar Crafter. Ich mach mal hier 5. Okay. Machen wir 5. Wir brauchen sogar 6. 6 brauchen wir, glaube ich. Crafter. Weil ich habe keine Lust mehr, die ganzen okay, das war das. Die ganzen Solarzellen immer per Hand zu craften, ja, das ist ein mega Zeitaufwand und dazu habe ich einfach keinen Bock mehr. Bin ein bisschen faul geworden. Ja, Redstone Torches brauchen wir noch. 6 Stück, also brauchen wir noch 5, weil einen haben wir da. Und ich möchte auch ein bisschen probieren, nicht immer nur auf Vorrat einen Haufen Zeug da zu haben. Wir brauchen bloß 4, glaube ich. Crafted hier 2. Doch, da brauchen wir noch ein Crafting Table. Ich habe in den Modular Storage einfach mal einen Haufen Zeug reingehauen. Das muss ich natürlich nachfüllen, ist aber dadurch ja nicht ein Riesen-Act. So, hier haben wir den Crafter, den müssen wir mal gerade in der Config anschauen. Der steht hier. Nein, 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 der Crafter steht hier. Extract ohne Output, ohne Signal. Weil der muss auch ein paar Dinge gleichzeitig machen. Ein Glas soll da aber nicht rein. Wieso kommt da Glas rein? Weil der von hinten. Ja, aber ich habe Output. Ah, ich habe das Output zu spät eingestellt, deshalb. Okay. Also, und dann machen wir hier mal aktiv. Dann sollte der jetzt schon ein paar Sachen hier rausziehen gleich. Ich habe Export gemacht. Insert. So, hier seht ihr, kommt schon einiges an. Dann
machen wir hier mal die Solar Panel Level 2. Ja, Apply. Und die Solar Panel Level 2 sollen eigentlich auch gleich wieder hochkommen. Tun sie aber nicht. Wohin verschwinden die denn? Verschwinden die jetzt hier rein? Da rein? Oder da rein? Solar Panel Level 2. Extract Own Signal. Und guck mal. Da wandern immer welche ab. Wo wandern die denn hin? Ah, jetzt sind sie da. Okay, dann brauchen wir ein zweites Rezept. Das ist dieses. So und so. Die müssen wir händisch reinlegen, weil unser doch warte mal hier. Naja, unser Itemfilter hat einfach nicht mehr Platz. Das ist ein bisschen schade. Ich würde mir wünschen, dass die Itemfilter mehr Platz haben. So, wir sind jetzt, wo ist das Rezeptchen? Weg. Dann müssen wir es wieder bauen. So, apply. Und dann sollten wir hier schon 8 Solarzellen wieder haben. So einfach ist es. Und damit kann man dann auch arbeiten. Jetzt haben wir hier einen Haufen Sand, den hauen wir mal kurz noch hier rein. Da kriegt man mehr Glas und sollte die Produktion etwas ankurbeln. Und Glas haben wir genug. Wir haben kein Aluminium mehr. Kann das sein? Ja. So. Gut. Das war dieser Teil. Wir produzieren also jetzt Solar Panel Level 3 automatisch. Wir könnten jetzt mal gucken, was Solar Panel Level 4 brauchen. Okay. Wir brauchen die Level 3 und dann halt noch viel mehr Zeug, aber das will ich jetzt gar nicht machen. Wir brauchen jetzt noch ein paar Solarpanel Level 1. Die müssten wir eigentlich gleich kriegen. Hoffe ich mal. So, hier können wir mal das Loch stopfen. Also, weil im Prinzip funktioniert das jetzt so, wie es sein soll. Ja, wir kriegen hier, jetzt sind gerade welche weg und zack, neue Solarzelle. Was wir jetzt halt auch machen müssen, ist noch, gerade mal, nehmen wir hier mal raus. Dafür müssen wir noch welche produzieren. Die wandern ja auch wieder automatisch hier unten rein und werden dann hier oben verarbeitet. Also hier sehen wir ja gerade, sind 8 drin. Muss mal kurz eine Etage tiefer. So, dass wir hier nämlich noch ein bisschen schöner bauen. Ich mag es ja nicht, wenn da überall so Kabel rumliegen. So, sieht keiner, dass da irgendwelche Kabel versteckt sind, außer man hat ein Kabel in der Hand. Oh, das gefällt mir so gut. So, ach ja genau, diese, wir hatten doch da noch so Capacitor. Habe ich überlegt, ob wir uns die einfach hier unten reinhauen in die Alloy-Smelter. Aber das werde ich nicht machen, weil die Alloy-Smelter sind so wie sie sind gut ausgelastet. Guck mal, hier haben wir jetzt 14 wieder. Das haut alles hin. 9 Solarzellen.
Heißt das eine Pracht? Das ist wunderbar. Und wir müssen nicht mehr die Items hin und her schieben. Das ist noch schöner. So, das sind zwei Platz, da auch zwei. Und wir haben hier die maximale Anzahl an unseren Solarzellen erreicht, die wir dahin haben wollen. Dann können wir eigentlich schon drüben wieder anfangen. Und wir kriegen jetzt so schnell Solarzellen. Dass wir genug Strom produzieren werden. Dann. Bum, 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 bum. So ist das nämlich viel einfacher. Ja? Wir haben zwar jetzt, ich habe jetzt einiges an Vorbereitungszeit gehabt. Aber das ist eigentlich völlig egal. Weil, ob ich das jetzt. Einmal musste das haben, ja. Jetzt will ich trotzdem noch mal kurz gucken. Solar Panel Level. Vier. Diese Dinger hier. Die kommen auch unten rein. Und die hier müssen wir dann halt noch craften. Dann müssen wir die noch nach oben ziehen. Ups. Mal gucken. Wir haben nur noch ein Slot frei. Ja, es wäre dann. Siehst du, da hängt es dann schon wieder. Wir haben einfach, ja, dafür wäre halt ein ME geschickt. Da ist einfach zu wenig Platz im Itemfilter. Aber man könnte vielleicht sogar den Mod hier, Solar Flux, whitelisten. Dann würde der nämlich die Items alle hier hochziehen. Für den Moment ist alles gut. Ja. Aluminium wird verbraucht. Holz wird verbraucht. Ist eigentlich alles da, was wir brauchen. Glas wird produziert. Was wir, stimmt, letzte Folge wollten wir ja noch diese zwei Teile hier nochmal upgraden. Und da hatte ich ja eigentlich schon alles fertig. Dachte ich. Oder nicht? Prüfer. Ich warte mal. Ah nein, Enderium. Egal, lass uns mal gucken, wie weit wir hier vorgehen können. Silber. Enderium Ingots haben wir ein paar. Vier. Ja, ist halt nicht viel. Aber das kriegen wir jetzt auch noch schnell hin. So. Enderium, Brass, Tin, Silber und Shiny. Tin, Shiny, Silber. Das lassen wir einfach mal durchlaufen. Ja? Das soll da ruhig mal ein bisschen was produzieren von. Vielleicht brauchen wir das später nochmal. Und dann muss dieses Zeug mit Pyrothium Dust und Enderperlen. So, damit und Redstone. Jawohl. Also warte, Pyrothium Dust, Enderperlen und dieses Brass. Und wie viel kriegt man da raus? Ja, so viel Enderperlen habe ich leider einfach nicht. Zwei Enderperlen, zwei, also vier Enderperlen brauchen wir. Das da und vier Enderperlen. Das braucht jetzt wieder eine Weile.
Das lassen wir einfach da drin. Wir müssen nicht immer alles wieder raus machen. So. Natürlich wird jetzt gerade kein Glas produziert, deshalb steht die Produktion still. So, ja, das sind nochmal zwei Enderium. Und dann haben wir das. Ein Glas. Nein, nicht Glas, Silber. Und dann wird aus dem Reinforced Resonant Pulverizer. Wie ist der eingestellt? Das ist der. Dann ist das der hier. Und die sollten jetzt noch ein bisschen schneller sein. Es sollte einfach so sein. Ob so ist, weiß ich auch nicht. Aber das ist jetzt die maximale Ausbaustufe. Vielleicht kann man die noch irgendwie upgraden. Darüber müsste ich mal mit McFisto reden. Hold Shift for Details. Die kann man nämlich bestimmt noch upgraden. Upgrade. Aber wie gesagt, das sind jetzt die besten, die es gibt. Jetzt gucke ich gerade mal. Diese hier. Nee. Sowas hier vielleicht. Allows Earth to be used as fuel. Solar power. Speed Upgrade. Aber für was? Worin, wo kann ich die reinmachen? Ja, das ist meine Frage. Das weiß ich nämlich nicht. Wir haben nochmal zwei Solarzellen. Auch gut. So, hier wollte ich noch zubauen. Ist halt wie könnte man zu dieser Wand sagen? Eine Wand voller Technik. Hier haben wir Dust, ja, alles schön. Hier haben wir noch ein bisschen Sand. Hauen wir da noch durch. Das ist halt der Sand, der hier noch da noch rauskommt. Der ist jetzt gerade über. Ich hoffe, es war alles verständlich, was ich euch erklärt habe. Ja? Und ihr seht ja, das Ergebnis spricht für sich. Wir haben jetzt automatisch Solarzellen. Wir müssen nur am Anfang mal ein paar Rohstoffe reinschmeißen. Und dann funktioniert das alleine. So, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen recht herzlich. Ich denke, nächste Folge bauen wir auch mal wieder an Castle weiter hier. Da muss ich mir nämlich noch was überlegen, wie ich das baue. Meine Kuh hat letztes Mal doch überlebt. Und dann gibt es auch hier endlich mal den Aufgang, ne, den Gang nach oben. Wie genau ich den bauen werde, weiß ich jetzt noch nicht.
Hab da sowas im Kopf, aber das muss ich mir angucken, wenn ich es baue, ob mir das gefällt oder nicht. So, also, das war's von der heutigen Folge Sky Factory. Mal wieder ein bisschen mehr Technik. Das war gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.